Hi Jule, ich gratuliere dir erstmal ganz herzlich zu deinem Sieg beim zweiten deutschen Sportklettercup in diesem Jahr. Sag doch kurz, in Dresden haben viele ein bisschen Kritik geübt an den Routen. Wie warst du heute zufrieden mit den Routenbauern, zu denen ja auch dein Freund Jonas Baumann gehört hat? Ja, die Routen waren insgesamt länger und dadurch auch, denke ich, selektiver. Es waren halt nicht nur Einzelstellen, sondern es ging eher auf die Ausdauer und dadurch war es halt homogener einfach. Du hast im Finale losgelegt wie die Feuerwehr. Hast du gewusst, dass es heute auf die Zeit ankommt? Oder hast du es in der ISO mitbekommen? Oder warum bist du so schnell losgeklettert? Ja, ich saß halt in der ISO und dann habe ich gehört, ja, Nathalie, du hast noch 1 Minute 40 und 22 Züge vor dir. Da dachte ich mir so, okay, beeilen wir uns mal. Ja. Okay, vielleicht noch eine Frage, eine allgemeine Frage zum Sportklettern. Es war jetzt die Bergschau letztes Wochenende in Dresden. Da wurde auch darüber diskutiert, ob Sportklettern olympisch werden soll. Kannst du vielleicht kurz sagen, wie du dazu stehst und würdest du das befürworten? Ja, sicher. Also ich denke mal, es wird ja jeder Sportler befürworten, dass seine Sportart olympisch wird. Also das wäre sicher super fürs Sportklettern, denke ich. Wäre wahrscheinlich auch noch ein ganz gutes Ziel für dich in der späteren Karriere vielleicht. Was glaubst du, kannst du erreichen bei der Europameisterschaft, die noch ansteht und vielleicht auch bei der Jugendweltmeisterschaft? Da wirst du ja wahrscheinlich auch hinfahren. Ja, bei der Europameisterschaft ist mein Ziel so Halbfinale und dann mal schauen, was kommt. Und bei Jugend-WM Finale. Ja. Okay, dafür wünsche ich dir viel Erfolg und danke fürs Interview.